Ich würde sagen, wir fangen schon langsam an. Herzlich willkommen zu Coden mit R oder Coden wie ein Pirat mit R. Seine eigene Programmiersprache, wie wir gleich sehen werden, oder eher so eine Skriptsprache. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ich habe den Zoom-Chat offen, schreibt mir da einfach Fragen ein. Das letzte Posting von mir kurz vor 1 war das discord.gg, das ist ein Link auf den Discord-Channel. Da könnt ihr später dann noch versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen, den Rest des Tages da auch online zu bleiben und eventuelle Fragen zu beantworten. Sonst unterbricht es mir einfach. Ihr könnt auch alle euch unmuten, also nicht alle gleichzeitig, aber wenn ihr eine Frage habt und ihr wollt es nicht eintippen, stellt die Frage, unterbrecht mich. Das sollte interaktiv sein. Ich bin jetzt 45 Minuten für euch da, euch was zu sagen. Es geht nicht darum, dass ich das alles herzeige, was ich vorbereitet habe, sondern dass ihr das meiste draus holt. Und wenn irgendwas unklar ist, bitte mich sofort unterbrechen, damit wir das gleich lernen. Ihr seht auf meinem Schirm jetzt, genau, erstens im Hintergrund sieht man den da, habe ich den Piraten rein dann von diesem Buch. Die Grundlage für dieses Skript, was ich da jetzt zeige, oder von dieser Einführung, habe ich genommen aus einem Bookdown, das im Jahr heißt, J-Y-A und dann dreimal R, Jahr, so wie halt die Piraten sagen. Und das Buch ist da verlinkt, wenn ihr also da draufklickt, ich glaube, das haben wir auf dem Discord-Channel, ist das auch schon drinnen, könnt ihr euch das Buch auch anschauen online. Man kann es als PDF runterladen, weiß jetzt gerade nicht, aber online kann man es jedenfalls anschauen. Es ist halt in Englisch. Könnt ihr also Englisch und IT üben. Und dann habe ich jede Menge andere Sachen da auch noch verlinkt. Hier habe ich verlinkt das RStudio, das ist das Programm, das da jetzt gerade offen ist. Sorry für das Klopfen im Hintergrund, ich habe die Bauarbeiter da und habe denen erzählt, dass sie eigentlich ab 2 nicht mehr klopfen sollen. Ich hoffe, die hören da gleich wieder auf. Das ist ein bisschen störend jetzt. Jetzt hat es mich durch ein Konzeptbuch aus dem Konzeptbuch. Genau, das RStudio ist das Programm, das da jetzt offen ist. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen, was da drauf ist. Den Bereich, wo man jetzt diese grünen und schwarzen Buchstaben sieht, das ist das, wo das Skript drinnen ist. Das heißt, ich habe ein Skript erstellt, das ich eben genannt habe, Jahr und .r, also eine .r-Datei, wenn ich die anklicke im Explorer, wird gleich das RStudio aufgemacht. R und RStudio sind zwei unterschiedliche Dinge. R ist die Programmiersprache, RStudio ist das Ding, mit dem man die Programmiersprache nutzen können, also das IDE, die Integrated Developer Environment, wie man so schön im Fach Chinesisch sagt. Und da habe ich ein Skript geschrieben und das habe ich mit diesem RStudio aufgemacht. Beides, sowie R, also RStudio, sind Open Source Dinge, also die könnt ihr euch kostenlos runterladen, ist dort dann eh verlinkt und ein paar andere Dinge habe ich da noch reingetan. Wichtig ist, nachdem ihr das R installiert habt, dann habt ihr zwar R und das Basispaket, aber für dieses Skript, um das alles nachzubauen, was ich euch dort sage, braucht man teilweise ein weiteres Paket. Das ist, weiß nicht, wer von euch andere Programmiersprachen kennt, das ist wie wenn man eine Library, wo dazu lädt, also eine Bibliothek noch dazu lädt. Also Zusatzdinge, die wer anderer geschrieben hat, die dazu hängen kann und dann auch nutzen kann. Und zu diesem Jahrbuch gibt es eben auch eine Bibliothek, die heißt Jahr. Vorsicht, A ist case sensitive, also ihr müsst es genauso schreiben, wie es da steht, mit kleinen Buchstaben, YARRR. Und mit Install Packages, das muss man einmal machen pro A-Instanz, kann ich das dann installieren. Das habe ich in meinem Fall schon gemacht, wenn man das aufruft, es dauert ein paar Sekunden, dann verbindet er sich über das Internet mit dem CRAN, dem Concentrative R Archive Network, das ist da, das ist Crunch, da steht CRAN auch da, er lädt es dann runter und installiert dann die letzte Version, die dazu passt zu der A-Installation. Und das steht leider immer in Rot da. Ich schrecke mich jetzt immer noch, wenn Meldungen in Rot kommen, aber das ist ganz normal. Das ist kein Fehler, sondern in dem Fall heißt es, das passt. Wir haben auch schon jetzt gesehen, wie man mit dem RStudio umgeht. Das heißt, ich habe da eine Zeile herinnen und kann entweder die markieren oder wenn ich nur die aktuelle Zeile ausführen möchte, Steuerung Enter oder da oben könnt ihr Run wählen. Dann ist die Current Line oder the Selection. Ich muss da immer mit Zoom mitarbeiten. Da kann man, also da drauf drücke, dann nimmt er die aktuelle Zeile und führt die dann aus. Was heißt ausführen? Er nimmt den Text, der da steht, kopiert es runter in die Konsole, da steht Konsole, kopiert es runter und führt es aus und ich sehe dann die Ausgabe von dem Ganzen. In dem Fall sagt er dann Package successfully unpacked, das ist einmal gut und damit ist ja das Jahrpaket installiert. Markus, darf ich kurz eine Frage stellen? Im Chat war nämlich die Frage, ob man was runterladen hätte sollen oder so. Habe ich das eh richtig wiedergegeben? Es geht darum, dass man sich das anschaut, versucht zu verstehen und du gibst dann im Anschluss diese ganzen Sachen her, sodass man, wenn man mag, das daheim nur mal nachvollziehen kann. Richtig? Genau, so wie es gedacht. Das ist kein interaktiver Kurs, wo du jetzt gleich mitmachen müsst. Da wird man uns einfach mehr Zeit. Sonst, genau, also alles, was der Rainer gesagt hat, stimmt. Und lasst euch jetzt einfach mal berieseln und ihr kriegt das ganze Skript, was du jetzt gerade seht, das hänge ich noch in das Discord rein, könnt ihr euch runterladen, selber damit spielen, könnt ihr mir auch dann Fragen stellen im Anschluss, überhaupt kein Problem.
nur gleich mitmachen, dann würde man nur ein Drittel ungefähr des Programms durchmachen können und dann hätte es vielleicht technische Probleme. Darum mache ich das jetzt einfach mal als Frontalunterricht, wie die Lehrer sagen die. Super. Noch ein kleiner Hinweis, Hinweis an alle, das berücksichtigt auch bitte, falls ihr gesprochen was macht. Wir zeichnen diese Session auch auf. Das heißt, wenn Sie das daheim dann nochmal nachvollziehen wollt, dann könnt ihr das machen und lasst einfach nebenbei das Video laufen und dann könnt ihr Schritt für Schritt das machen, was der Markus jetzt herzeigt. Sehr gut. Genau. Ich glaube, das ist dann am besten. Genau. Dann kann man immer das stoppen, mal wieder zurücktun und nachdem es aufgezeichnet wird, ist mein Video auch drauf, dann sollte ich nicht nosenbuhren praktisch. Das ist richtig. Das ist richtig. Danke, Rainer. So, dann sehen wir also, wir haben jetzt schon gesehen, wir können da was ausführen. Das Wichtigste in jeder Programmiersprache, das meine ich ganz ernst, ist kommentieren. Das heißt, wir sehen da, wir können einen Kommentar schreiben, in dem am Zeilenbeginn so ein Gitterzeichen dort steht. Dann wird der Rest der Zeile jetzt vom RStudio grün markiert und das heißt gleichzeitig, es wird ignoriert. Also ich kann diesen Teil, wenn ich das einfach versuche auszuführen, macht er nicht wirklich was. Der Run sagt, passiert, kopiert, das hat diesen Kommentar darunter, aber er führt da nichts aus. Alles ab diesem Gitterzeichen wird ignoriert, damit kann ich Kommentare machen und Kommentare ist eine der wichtigsten Funktionen bei allen Programmiersprachen, dass ich meinen Code kommentiere. Warum mache ich denn das jetzt? Also nicht das offensichtlich hinschreiben, sondern was war der Grund, warum da eine Bedingung da steht, warum filtert jetzt aus den Daten was raus? Solche Dinge sollte man immer kommentieren. Natürlich ist eine separate Dokumentation auch ganz gut, aber die hinkt meistens nach. Ich kenne ganz wenige Programmierer, die sagen, jetzt bin ich fertig mit Programm, jetzt darf ich endlich dokumentieren und schreiben dann eine Benutzeranleitung oder eine technische Dokumentation. Die meisten machen das nicht so. Und darum ist es gut, wenn man einen Kommentar schreibt, weil den sehe ich sofort genau bei dieser Codestelle. Und wenn ich auf eine Codestelle komme und sehe, der Kommentar und der Code passt nicht zusammen, dann kann ich das auch gleich direkt abändern, während man die Dokumentation nicht mehr stimmt. Das fällt mir irgendwann einmal erst auf, wenn ich zufällig einmal diese Dokumentation lese. Nachdem wir die Bibliothek jetzt installiert haben mit dem Jahr, können wir es jetzt verwenden. Das heißt, das eine ist, dass ich es installiert, dass ich es runtergeladen habe auf meinem Rechner. Ich muss dann auch noch dem R-Skript oder im R-Skript sagen, ich möchte ab jetzt auch Funktionen von dieser Bibliothek verwenden. Das heißt, nicht alles, was runtergeladen ist, habe ich auch direkt in Bezug. So, ich muss dieses Library Yarn aufrufen und wenn ich das dann mache, dann lädt er erst dieses Paket und teilweise lädt er dann auch noch andere Pakete. Das heißt, dieses Yarn-Paket baut auf anderen Paketen auf und das hat er da jetzt genau gemacht. Das heißt, er hat jetzt genau dieses Paket reingeladen und auch andere Pakete noch. Die haben auch ganz lustige Namen. JPEG kann man sich vorstellen, das wird möglicherweise irgendwas mit einem JPEG erstellen zu tun haben. Base Factor, da geht es um so, vermutlich vom Namen her kann man wieder sagen, da geht es um so Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Coda kommt jetzt wieder alles oder nichts sein, Matrix dürften Matrix-Sachen sein. Da gibt es aber ganz lustige Namen bei diesen Paketen, weil auch diese Pakete sind Open Source, da kann jeder ein Paket schreiben und das veröffentlichen auf dem GRAN und das heißt, da gibt es keine Konvention, da gibt es Pakete, die heißen SU oder Lubridate und solche Sachen. Also ganz lustige Namen, Geeks halt, die sich Namen ausdenken, die aber meistens oder oft sehr oft keinen Hinweis darauf geben, was das Paket macht. Das muss man dann recherchieren, ob ich das Paket brauche oder nicht. Und Pakete gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ich habe das letzte Mal jetzt im November, folgenden November mal nachgeschaut, da waren es über 13.000, also 1, 3 und 3 mal die 0, 13.000 Pakete in R, wo Leute was geschrieben haben. Jedes Paket hat verschiedene Datensätze, liefert das mit, hat verschiedene Funktionalitäten drinnen. Also es ist schwer, schwer einen Überblick zu behalten. Und mein Tipp ist sozusagen einmal mit einem Paket anfangen und solange man mit dem zurechtkommt, bei dem bleiben. Und wenn man an Grenzen stoßt, dann erst schauen, finde irgendwo einen Blog, finde eine Empfehlung, was könnt ihr denn als nächstes Paket versuchen, um jetzt das Ziel zu erreichen, was ich mit dem aktuellen Paket nicht machen kann. Genau, dann das Ganze kommt auch ein bisschen aus der, also das R ist der Nachfolger von einer Sprache, die S heißt. Also S, die haben das mit den Einbuchstaben Dingen, das S gibt es nach wie vor, das ist aber kommerziell, also da muss ich eine Lizenz kaufen und bezahlen, während R ist sozusagen eine forkte Version davon, die kostenlos ist, die Open Source ist. Und die ganze Idee von dieser Sprache, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, ist, kommt aus Statistik und Mathematik. Also mathematische Statistikaufgaben kann ich mit dem gut lösen. Ein Fenster zeichnen, wo der Benutzer was eingeben kann, das ist nicht die Sache von R. Also Interaktivität nicht wirklich. Also ich habe Skripte, die mir Sachen berechnen, die mir Sachen auch anzeigen. Auch das werden wir noch sehen, wir können Sachen visualisieren. Und nachdem das eben aus der Mathematik-Statistik kommt, kann ich natürlich so simple Sachen wie 1 plus 2 kann ich machen. Ich markiere diese Zeile, drücke sie, dann wird sie in die Konsole runterkopiert, 1 plus 2 und da schreibt man als Lösung hin, es ist ein Satz zurückgekommen. Also der 1 ist nicht der Teil der Lösung, sondern es ist nur, dass eine Zeile zurückgekommen ist und da steht dann die Lösung, 1 plus 2 ist 3. Das überrascht uns hoffentlich oder nicht. Dann gibt es also was wie einen Vektor. Ich kann also deine Variable definieren. Wie definierst du eine Variable?
Also das ist wie bei den Gleichungen in Mathematik, sind es da schon überall drüber. Gleichung mit einer Variable, mehreren Variablen, so etwas Ähnliches ist dort diese Variable da. In einer Programmiersprache kann also einen Container haben, wo ich was reinschreibe und das kann ich später dann wieder abändern. Das ist eine Variable. Wie kann ich was zuweisen? Da ist A wieder, nachdem es eine Open-Source-Sache ist, sehr speziell. Es gibt vier oder fünf Varianten einer Variable was zuzuweisen. In dem Fall habe ich jetzt praktisch dort den Variablennamen A und das heißt jetzt ein kleiner Minus. Das darf man nicht als kleiner Minus lesen, sondern das ist ein Left Assignment, also eine Linkszuweisung. Er nimmt denn das, was da rechts steht und weist es auf das Ding, das links steht, zu. Das könnte man auch anders schreiben. Ich könnte auch so herschreiben. Auf A, dann wird es ein Right Assignment. Also ich nehme das, was links steht, und weiß auf das, was rechts steht, zu. Auch das könnte man schreiben. Wir können auch ein A ist gleich herschreiben. Das geht noch. Und dann gibt es, glaube ich, noch diese Assign-Funktion. Gibt es auch noch. Da kann ich dann herschreiben. Da muss ich aber das unter Hochkomma schreiben. Genau. Und gibt dann 1.5 mit. Also Open Source heißt, alle Möglichkeiten offen. Und am besten ist, dass man ein Skript bei einem bleibt. Das meiste, was man in Skripten sieht und was mir auch angewandt hat, war dieses Left Assignment. Am besten nicht mischen, sonst kommt man irgendwann einmal durcheinander. Was wird denn jetzt wohin zugewiesen? Also bei einem bleiben. Aber die Möglichkeiten gibt es. Was weiß ich da jetzt überhaupt zu? Das 1.5 ist eine Zahlenreihe. Da sage ich, ich hätte gerne die Zahl von 1 bis 5, die ganze Zahl. Wenn ich nur das Markierte ausführe, sieht man das da unten danach. Also 1.5 liefert zurück die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4 und 5. Und das kann ich auch zuweisen eben. Das heißt, ich kann bei dem A, wenn das Left Assignment, wenn ich das jetzt ausführe, dann geben wir eine neue Variable. Das, wer aufpasst hat, ist, dass wir da oben in diesem oberen Bereich, den haben wir uns noch gar nicht unterhalten, da habe ich unter anderem der Environment, also die Umgebung wird da dargestellt. Und da habe ich jetzt einen neuen Eintrag, A, das ist der Variablename, und ich kriege ein bisschen Informationen noch über diese Variable. Die Variable hat den Datentyp Int. Int steht für Integer und das ist eine Ganzzahl. Das heißt, da liefert einmal ganze Zahlen zurück. Keine Kommazahlen, keine Texte, sondern Zahlen. Diese Variable ist ein Vektor mit 5 Einträgen, also der hat einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften Wert. Und was sind die Werte? Die ersten 4 Werte zeigt er mir auch noch an. 1, 2, 3, 4 und dann hat er einfach keinen Platz mehr. Dann schreibt er Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das kriegt man also auch daraus. Also kann man dort die Variablen anschauen. Oder ich kann einfach hergehen und einfach A hinschreiben und das dann ausführen. Dann schreibt er mir auch den Inhalt von A her. Ja. Und Inhalt von A ist jetzt die Zahlenreihe 1, 2, 3, 4, 5. Genau das gleiche, was dieser Vektor 1 bis 5 zugeliefert hat. Und da können wir jetzt rechnen. Mean, im Englischen ist er doppelbödig. Ne? You are mean, heißt ja irgendwie, du bist gemein. Aber der Mean ist auch der Durchschnitt, der arithmetische Durchschnitt. Weiß jeder von euch den arithmetischen Durchschnitt, wie das funktioniert? Okay, Hashtag statt da, okay. Also der arithmetische Durchschnitt wäre das, dass ich einfach die Zahlen zusammenzähle. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Und dann durch die Anzahl der Zahlen, in dem Fall 5 Zahlen, durchdividiere. Was ist der Durchschnitt von 1, 2, 2, 3, 4, 5? Kann das wieder im Kopf rechnen? Könnt ihr das jetzt probieren, ob es da hinkommt? Sonst zeigen wir uns das einfach an. Der Durchschnitt ist der 3. Das ist ja die mittlere Zahl. Nachdem die alle gleich groß sind, kommt da als 3 dann raus. Das heißt, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dividiert durch 5 ist 3. Da wird das wohl 15 sein. Bei 3 mal 5 kann ich schneller im Kopf rechnen. 1 plus 2 mal 3 plus 4 plus 5 ergibt offenbar 15. Dann habe ich da den Gauss, ob es mit dem, von dem schon mal was gehört habe, ein ganz berühmter Mathematiker, hat gelebt, um 1800 würde ich mal sagen. Der war in sehr ärmlichen Verhältnissen und war aber sehr blitzgescheit. Das eine schließt das andere nicht aus. Und der hat seinen Mathematiklehrer offenbar zu Weißgut gebracht und der war nämlich, der Mathematiklehrer hat dann seinen Schülern aufgegeben, rechnet bitte die Summe aus 1 bis 100 aus. Ja, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Und ich glaube, dann hat der Lehrer Pause gemacht, weil er gewusst hat, da sind sie jetzt lang beschäftigt, bis sie so etwas ausgerechnet haben. Da haben wir, okay, wer war der Coder Jojo? Der Rainer recherchiert parallel dazu. Das ist natürlich super. Ja. Das war so eine Regie-Hop. Ja. Um 1800 hat dann gepasst. Auf Wikipedia haben wir der Rainer gerade geschrieben. 1777 bis 1855. Das sind eigentlich leicht merkbare Zahlen. Sind das gehört der Gauss geklebt. Und der hat das Hausaufgaben gekriegt, zählt diese zusammen. Und der Gauss, der war da im Nu fertig. Und der Lehrer war natürlich der Murz angewiesen und hat gesagt, der hat sicher geschummelt, der kann das gar nicht so schnell ausrechnen. Schau mal, was überhaupt rauskommt. Mit R, wenn er gehabt hätte, wäre es ganz einfach gewesen. Mit R ist das ganz einfach auszurechnen. 5050 ist die Summe aus 1 bis 100.
Was hat der Gauss stattdessen gemacht? Der Gauss hat gesagt, Moment einmal, bis ich diese Zahlen 1 bis 100 aufaddiert habe, das dauert ja eine Ewigkeit, gibt es etwas Schlaueres. Und der Gauss ist hergegangen und hat sich überlegt, wenn jetzt 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis 100 rechnen, das, was da hinten rauskommt, keine Ahnung, das sollte man als Ergebnis rauskriegen, aber ich weiß nicht, was das ist. Aber, was ist, wenn ihr rechnet, ich schreibe die Zahlen verkehrt auch nochmal auf. Das heißt, unter dem 1, 2, 3 bis 100 schreibe ich auf 199, 98 bis 1. Wenn ich die Spalten dann immer zusammenrechne, dann ist relativ klar, was da rauskommt. 1 plus 100 ist 101. 2 plus 99 ist auch 101. 3 plus 98 ist auch 101. Und so weiter, bis am Schluss wieder 100 plus 1 steht, kommt auch 101 raus. Und das hat der Gauss gemacht. Er hat überlegt, okay, wenn die Zahlenreihe jetzt so aufrechnet, dann weiß ich, habe ich 100 mal dieses 101 dastehen. 100 mal 101 ist relativ leicht. Wir müssen beim 101 nur zwei Nuller dran stehen. Das ist also da 10.100. Aber mit 10.100 habe ich das Doppelte gerechnet. Ich habe über zweimal gerechnet. Ich habe einmal 1 bis 100 gerechnet und einmal 100 plus 1, also das Doppelte. Also brauche ich jetzt nur diese 10.100 durch 2 durchdividieren und somit ist er auch auf die 5050 kommen. Also der hat es ohne A geschafft, das zu berechnen. Die Formel haben wir da aufgeschrieben. Das heißt, die Aufgabe wäre also 100 mal 100 plus 1 zu rechnen, also 100 mal diese 101 zu rechnen, dann kommen wir eben auf die 1100 und das ist genau das Doppelte, was wir brauchen. Wir haben ja zweimal diese Zahlenreihen und wenn wir das dann durch 2 durchdividieren, kommen wir auch wieder auf die 5050. Und das kann man übrigens dann auch verallgemeinern und das hat der Gauss, glaube ich, dann auch später gemacht. Das heißt, ich kann jetzt sagen, statt dem 100, ich habe jetzt überall dieses 100 in dieser, überall da, wo in dieser Zeile 100 steht, also an der Stelle, habe ich das 100 durch n ersetzt. Da ein n hergeschrieben, da ein n hergeschrieben. Also das durch n ersetzt und das. Und da kann man das für beliebige Sachen ausrechnen. Das heißt, wenn wir wissen, 1 plus 2 und so weiter bis 100 kommt das raus. Wenn wir es nur für bis 50 wissen wollen, dann können wir das so ausrechnen. Also können wir damit Variablen arbeiten, haben ein flexibles System. Das ist das Tolle an den Computern, dass wir die programmieren können und Parameter und Variablen zur Verfügung haben. Okay, da schreibt man, wer glaubt, weiß, was rauskommt vor 2 Minuten. Ich hoffe, es ist allen anderen inzwischen auch klar, was da rauskommt. Und so Sequenzen kann man jetzt für verschiedene Sachen bauen. Das heißt, ich kann jetzt da sagen, gib mir die Zahlen von 1 bis 100, aber in 2er-Schritten. Auch sowas kann man dann machen, weil ich so eine Liste brauche. 1 bis 100 haben wir schon gesehen, da kann ich einfach herschreiben, ich brauche 1 bis 100. Ja. Das kann ich so schreiben, dann kriege ich die Zahlen von 1 bis 100, eine Liste, weil die irgendwie braucht für weitere Berechnungen. Oder mit dieser SEQ-Sequence-Funktion, das ist eine Funktion, die hat dann Klammer auf, Klammer zu. Und innerhalb der Klammern hat die dann Parameter, also Dinge, die ich mitgeben kann. So ähnlich wie Variablen praktisch. Und da sage ich dann als ersten Parameter, er soll bei 0 beginnen, from 0 to 100, also bis 100 soll er zählen, aber dann sage ich nur by 2, das heißt, jetzt gibt man das jetzt nicht jeden Wert, sondern gibt man nur jeden zweiten Wert zurück. Und das Ergebnis sehen wir da als Kommentar und ich kann es auch ausführen. Und dann haben wir da die Werte von 0 bis 100, aber in 2er-Schritten. Solche Sachen kann man mit R ganz leicht machen. Da muss man immer markieren, was man berechnen will oder nur, wenn man einen Ausschnitt haben will. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst praktisch, wenn jetzt zum Beispiel habe ich da die ganze Zeile, kann die ganze Zeile da markieren und da Steuerung Enter drucken oder da oben Run drücken. Das habe ich am Anfang zu schnell erklärt offensichtlich. Und wenn ich da Run drücke, dann macht er das. Oder wenn ich jetzt Zeile stehe und es ist nichts markiert, dann kann ich auch dieses Run ausführen. Dann macht er auch die gesamte Zeile. Wenn ich nur einen Teil markiere, zum Beispiel das N, und dann Run macht, dann macht er nur diesen markierten Teil. Dann kommen nur 50 raus. Genau, irgendwo der Mikro noch eingeschaltet. Xaver ist die Frage beantwortet. Und Xaver war jetzt diese Frage mit den Markierungen. Super, danke. Ich schreibe ja zurück. So, und dann haben wir natürlich, da geht es jetzt um Jahr, da geht es ja um Piraten. Jetzt habe ich da ein Dataset, das heißt Pirates. Das ist Bestandteil von diesem Jahr-Paket. Also wenn man dieses Install-Packages macht und dann das Library-Pack von Jahr macht, was wir ganz oben gemacht haben, dann hat man das automatisch das zur Verfügung. Das wird zwar da in der Aufkiste in diesem Environment, das ist aber vorhanden. Und jetzt kann ich entweder das direkt ausführen oder ich kann sagen Head von Pirates. Da zeigt er mir die ersten 6 Zeilen an. Das ausführen. Also ich markiere nichts, stelle den Cursor irgendwo hin, habe nichts markiert, dann führt er diese Zeile aus. Und wir sehen da jetzt, das geht jetzt mit der großen Schrift, die ich da gewählt habe, damit ihr alle was lesen könnt, nicht ganz aus bei mir. Das heißt, das fängt da an, die ersten 6 Zeilen haben wir da die Zeilennummern, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das trifft sich da jetzt zufällig auch mit dieser ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ersten Sätze haben auch eine ID jeweils, die durchnummeriert ist. Dann 6 ist nichts Unanständiges, sondern das ist in Englisch das Geschlecht. Da haben wir Werte drinnen wie Male oder Female. Also Male sind die Männlein, Female sind die Weiblein.
Dann haben wir das Alter vom Piraten, da stehen die ersten sechs, von den ersten sechs Piraten. Die Größe in Zentimeter, 173,11, da war wir ganz genau mit dem Abmessen, das geht also um was, nicht nur Zentimeter, sondern auf Millimeter. Und was ist das Bruchstellen von Millimetern ist das dann, gell? Was ist denn das dann? 0,1 Millimeter, weiß jetzt gar nicht, wie das Ding heißt. Dann das Gewicht, auch da auf Zehntel Kilogramm genau, also auf Dezigramm genau, 70,5, 105 und so weiter. Ob er ein Headband hat, das heißt, ob er so wie sagt man denn da? Kopftuch. Haben wir zu früh auf Englisch angeschaut. Bitte? Kopftuch. Ein Kopftuch, genau, ob er ein Kopftuch hat. Danke, Rainer. Die Regie ist perfekt heute. Dann habe ich da die Colleges, die habe ich mir nicht gemerkt. Das eine ist das Jack Sparrow School of, ich muss da unten irgendwo aufgeschrieben. Da ist es, die Jack Sparrow School of Fashion and Piratery sind da wirklich gegangen. Andere sind die CCCC gegangen, das ist die Captain's Chunks Cannon Screw. Wie viele Tattoos ein Pirat hat, also da gibt es welche mit 10, haben wir da einen mit 9. Das haben wir noch erinnern. Wir haben T-Chests. T-Chest ist die Treasure Chest, das habe ich da glaube ich aufgeschrieben irgendwo, genau, die Treasure Chest, also Chest im Englischen ist unter anderem die Schatztruhe, also die Ruhe, Treasure Chest, wie viel Schatztruhe der hat, oder der hat gar keine, der hat dafür 11, der hat 19. Wie viele Papageien sie haben, Parrots ist der Papagei. Was der Lieblingspirat von dem Pirat ist, den wir da haben. Das heißt, das sind, glaube ich, 1000 Piraten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und viele haben da den Jack Sparrow und auch den Captain Hook. Ich hoffe, ihr kennt die alle. Sword Type ist dann, was hat der für Waffe? Da gibt es Cutlass, auch das haben wir aufgeschrieben, das ist die Machete. Da gibt es irgendwelche mit Scimitar, das ist der Krummsäbel und mit Saber, das habe ich erkannt aus Lightsaber. Aus Star Wars gibt es auch den Lightsaber, ne? Das Lichtschwert, das heißt Säbel auf Deutsch. Eyepatch, ob er eine Augenklappe hat, das ist nur ein Wert mit 1 und 0, ob er eine hat. Es gibt keine mit 2, Gott sei Dank, sonst würden die blind herumlaufen. Dann haben wir auch die Sword Time. Das ist, wie lang braucht der Pirat, um das Schwert herauszuziehen. Also da gibt es welchen, der schafft das in einer halben Sekunde, knapp über einer halben Sekunde. Der muss ein bisschen länger herumfummeln offenbar. Der braucht über eine halbe Minute. Wie lang der Bart ist. Also da gibt es welche, die haben einen längeren Bart als ich offensichtlich. 16 cm, 19 cm. Dann die Pixar, der Favorite Pixar Characters, auch noch erinnern. Monster Inc., Wall-E, Inside Out und so weiter. Und wie viel Glas Grog, also Rum. Grog würde ich sagen, ist der Rum. Oder ein heißer Rum, wie viel die Gläser Rum, die am Tag trinken. Also die laufen da relativ betrunken herum offensichtlich mit so vielen Gläsern. Da sollte ihr euch kein Beispiel nehmen. Und das sind jetzt die Daten, die wir dazu haben, mit denen wir ein paar Sachen machen, mit den Attributen jetzt da. Mit View kann man sich Folgendes machen, da macht ein zweites Fenster auf. Das heißt, wenn wir da oben schauen, ich war jetzt die ganze Zeit in diesem Skript herinnen. Nachdem ich das abgeändert habe, ist es ein Sternchen auch dabei, das habe ich noch nicht gespeichert. Und durch dieses View Pirates hat er dann so ein Gitter drauf gemacht, einen zweiten Reiter da. Und habe so ähnlich wie ein Excel oder ein Spreadsheet, also eine Tabellenkalkulation, habe jetzt den Inhalt von diesen Zeilen da. Und da kann ich jetzt dann rauf und runter blättern und mir auch da mehr Sachen anschauen. Also das kann man auch machen, dass man sich dann alles anschaut und da blättern kann. Das ist ein bisschen bequemer wie in dieser Konsole unten, vor allem mit dieser großen Schrift. Genau, Schatztruhe hat er mir geschrieben, ja genau. Mit STR kriege ich die Struktur eines Datasets. Also dieses Pirates ist ein Dataset, sprich eine Tabelle, wie wir gerade gesehen haben. Die haben Zeilen, 1000 Zeilen hat die. Die hat, weiß jetzt gar nicht, wie viele Spalten. Und die kann man auch sich eine Zusammenfassung geben lassen mit diesem Structure. Und was wir da unten kriegen, ist jetzt, wir kriegen jetzt da eine Zeile, da sind wir Dollar hier vorne dran. Da sehen wir es. Ne? Also, so, Structure Pattern. Das ist ein Data Frame. Das ist ein Datentyp in R, der eben Daten beinhalten kann, der Zeilen und Spalten hat. Und pro Spalte muss der Datentyp immer der gleiche sein. Dann sehen wir da, es gibt 1000 Ops. Ops steht für Observations. Observation im Englischen ist auf Deutsch die Beobachtung, also 1000 Beobachtungen, würde man da sagen, oder 1000 Zeilen in dieser Tabelle, würde ich sagen. Und da haben wir jetzt die Anzahl der Spalten. Da steht 17 Variables, also 17 Variablen. Das sind also unsere Spalten, unsere Columns, würde man sagen, wenn es um eine Tabelle geht. Und da haben wir die jetzt auch nochmal da. Wir haben die ID, Sex, Age und so weiter. Und da haben wir jetzt nicht alle Inhalte, sondern wir haben vor allem den Datentyp wieder, so ähnlich wie wir es da oben gehabt haben mit dem Integer. Und was ist das für Datentyp? Sehen wir da, die ID ist ein Integer und die ersten paar Werte sehen wir auch da, 1 bis 10. Oder das Geschlecht, Sex, Character, da steht Male drinnen bei der ersten Seite oder Female. Age ist wieder ein Numeric. Haben wir noch andere Datentypen da drinnen stehen. Also eine Zahl ist das Numeric und Character, das ist eigentlich das meiste, was wir da haben.
Und jetzt können wir mit dem auch rechnen. Also nicht nur mit unseren Variablen können wir rechnen, sondern wir können uns zum Beispiel die Frage stellen, Pirates Dollar Height, also mit dem Dollarzeichen dazwischen, sage ich, aus diesem DataFrame Pirates, möchte ich jetzt nur was von dieser Spalte, von dieser Variable Height haben. Nicht alle, sondern nur die eine möchte ich haben. Das Dollar muss ich dazwischen schreiben, damit er weiß, da vorne, das ist der Name von der von dem Dataset und da hinten ist der Name von der Spalte, von der Variable. Und das Max, wenn ich mal das ausführe, kriegen wir den größten zurück. Das heißt, der Pirat, der am größten ist, der ist 209 cm und 25 oder 2,5 mm groß. Ja, also der ist, das ist ein Riese. Also wie groß ihr seid, ich bin nur 1,68 groß. Ich müsste, der ist zwei Köpfe größer wie ich. Oder wir könnten wieder diese Mean-Funktion, die wir vorher schon mal gesehen haben, den Durchschnitt berechnen lassen. Wie alt sind denn die durchschnittlichen unserer Piraten? Dann gebe ich dieses Pirates Dollar Age mit, dann sehe ich also, wie alt ist das Durchschnittsalter. Und wir sehen die Lösung eben als Kommentar unten dann gleich dazu, 27,36. Das heißt, jetzt addiert er die 1000 Mal, also das Alter auf, das sind 1000 Sätze, das ganze Alter aufaddiert und durch 1000 durchdividiert und da kommt dann 27,36 aus, das Durchschnittsalter. Kann man das Alter auch anschauen? Das heißt, ich könnte jetzt nur dieses Pirates Age anschauen. Wenn ich das mache, kriege ich jetzt 1000 Einträge mit dem Age. Das heißt, das sehen wir da jetzt. Da ein bisschen aufblättern. Da sehen wir Pirates Dollar Age. Und dann sieht man da einmal 1 und 18. Das heißt, das ist der erste Satz. Dann kommen da offensichtlich, für 17 hat er Platz gehabt. Und davor, dass dieser 30 ist, dann der 18. Satz. Dann kommen die nächsten wieder daher, 35 und so weiter. Und wir haben 1000 Einträge da drinnen. Das heißt, da vorne, das ist der 87. Satz, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1000. Also es geht sich ganz genau aus, die sehen wir da. Das ist jetzt ganz durcheinander. Wenn man, wenn ich das Ganze da ausführe, sage ich jetzt, ich möchte diese Liste, also in eckigen Klammern schreibe ich da jetzt einen weiteren Parameter dazu, in dem Fall eine Order-Funktion und sage, ich sollte diese Liste sortieren nach dem Alter. Also die Altersliste sortiert nach dem Alter und dann bekommen wir die praktisch sortiert. Dann wissen wir, die Ältesten sind 46, da gibt es nur einen, 45 gibt es zwei, 44 wieder einen und so weiter. Und ganz am Anfang der Liste, die fangen irgendwo bei 11 fangen an. 11 sind die jüngsten Piraten, die wir da drinnen haben. Das deckt sich möglicherweise auch mit den jüngsten Zuschauern da heute, die da mitmachen. Und der Durchschnitt ist jetzt zwar eine nette Sache, aber der Durchschnitt, wenn ich jetzt praktisch da irgendeinen Piraten jetzt noch dazugebe, der jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich gebe jetzt drei Piraten noch dazu, die 100 Jahre alt sind, dann hebt sich das Durchschnittsalter von dieser ganzen Liste massiv, weil diese 100, also diese drei Piraten mit dem Alter 100, die zwar Ausreißer sind, weil die sind eine Seltenheit, von 1003 Piraten sind nur 300 Jahre alt, der Rest ist bedeutend jünger, wird das Durchschnittsalter aber sich heben. Das heißt, der Mean, der arithmetische Durchschnitt, ist bei den Statistikern nicht ganz so beliebt, weil der auf so Ausreißer so stark reagiert. Also wenn ihr ein oder zwei oder drei Fälle habt, die völlig anders sind wie die anderen, verändert sich dieser Durchschnitt massiv. Besser wäre es zu sagen, naja, eigentlich repräsentativ wäre das Alter, was da irgendwo in der Mitte vorkommt. 494, also der 500. Eintrag, der muss da irgendwo sein. Das ist 511 ist der, 494 ist der. Also 27 wäre eigentlich mehr repräsentativ, weil dann weiß ich, die Hälfte der Leute ist 27 oder jünger, die andere Hälfte der Leute ist 27 oder älter. Und das kriegt man raus mit dem Median, was wir da jetzt gerade sehen. Also mit dem Summary kann ich mir jetzt über das Alter eine Zusammenfassung geben lassen. Summary, Zusammenfassung. Da sehen wir auch wieder gerade, was wir gesehen haben mit den Werten. Der kleinste Min ist 11, also der kleinste Wert. Der jüngste Pirat ist 11 Jahre alt. Der älteste Pirat, der maximale Wert beim Age ist 46. Der Mean ist unser Durchschnitt, den wir berechnet haben, die 27,36. Also kriegt er auf einen Schlag gleich mehrere Sachen. Und der Median, das wäre der, der genau in der Mitte steht. Also wenn ich die Liste sortiere und mit dem mittleren Eintrag her anschaue, genau was wir gerade händisch gemacht haben mit dieser Liste, das kriege ich auch mit diesem Median raus, mit diesem Summary. Das wäre 27. Und dann gibt es noch dieses First Quartile und Third Quartile. Das ist genau, das liegt genau dazwischen. Also dieses 24 heißt, dass das ist genau die Zahl zwischen dem Minimalen und dem Median. Das heißt, ein Viertel meiner Piraten ist zwischen 11 und 24 Jahre alt. Ein anderes Viertel, Quartile, also ein Quartile ist das. Ein anderes Viertel meiner Piraten ist zwischen 24 und 27 alt. Ein anderes Viertel, das dritte Viertel, ist zwischen 27 und 31. Und das letzte Viertel, das älteste Viertel der Piraten, ist zwischen 31 und 46 Jahre alt. Kriege ich also relativ schnell, ohne dass ich die ganze Liste lesen muss, auch einen Überblick, wie sind denn diese Zahlen verteilt.
stimmt das? Ne? Also wenn da jetzt bei Max zum Beispiel rauskommt, da hat ein Alter 200, dann weiß ich, da stimmt irgendwas mit meinen Daten nicht. Entweder ist das falsch berechnet worden, es hat sich wer vertippt. Das sind die üblichen Probleme, die man hat, wenn man mit Daten arbeitet. Also das jetzt nicht nur die Piraten, sondern auch alle meine anderen Kunden, die mit Daten arbeiten, haben da immer wieder Probleme, dass es so Ausreißer gibt. Und die muss man schnell herausfinden können und sich überlegen, was tut man mit denen, die offensichtlich falsch sind. Das Gleiche kann man jetzt auch für die Größe machen. Also Height ist die Größe in Zentimeter. Kann man die also anzeigen. Und dann sehen wir, die sind zwischen 1,29 und 2,09 Meter. Den kennen wir schon, den haben wir schon gesehen. Den Maximal haben wir uns schon mal angeschaut. 1,29. Bei Mean 170 cm, Median 169. Immer wenn die zwei Zahlen knapp beieinander sind, haben wir halbwegs eine Normalverteilung. Also so eine Kurve, die in der Mitte einen Bauch hat und am Rand flach wird. Ja. Wenn die Zahlen beieinander sind, ist das halbwegs normal verteilt, sagt man dazu. Markus, wir haben eine Frage. Ich vermute, ja. Sie wird sowieso später noch beantwortet, ob man das auch in Form von Diagrammen zeichnen kann. Ich vermute, du wirst das noch machen, gell? Genau, da komme ich auf alle Fälle noch hin von meinem Programm her. Was haben wir denn? 14.32. Ich werde mich ein bisschen mehr sputen, das macht zu diesen Diagrammen kommen. Das passt. Das nächste startet erst um 15 Uhr. Ja. Dann haben wir eine Tabelle kann ich mir auch zeichnen. Das heißt, ich kann mir aufzeichnen lassen, was denn der Inhalt ist und wie viel Fälle da dabei sind. Jetzt beim Age wäre das jetzt eine sehr unübersichtliche Liste. Dann habe ich da das Geschlecht genommen oder die von Real haben das genommen. Da sehe ich also in dieser Geschlechtsspalte Sex steht drinnen Female, Male oder Other. Also es gibt auch welche, wo wir das Geschlecht nicht wissen oder die uneinig waren. Gibt ja nicht nur das binäre Geschlecht, sondern auch können sich Leute auch dazwischen fühlen. Das ist bei Piraten jedenfalls erlaubt. Und da haben wir 464, die offenbar weiblich sind, 490, die männlich sind und bei 46 wissen wir es einfach nicht oder es ist ein anderes Geschlechtstyp. Auch sowas kann man sich da aufmalen lassen. Was haben wir da? Genau, dann kann ich da jetzt noch so Aggregationen berechnen. Das heißt, ich mache da jetzt wieder unseren Mean, unseren Durchschnitt. Und das möchte ich jetzt haben für die einzelnen Geschlechter. Das heißt, ich möchte wissen, gibt es einen Unterschied beim Alter vom Geschlecht her? Sind die Männer oder die Frauen oder die Other jünger oder älter? Und das kann man sich mit diesem Aggregate machen. Also Aggregate, da gebe ich eine Formel mit, die er machen soll. Und zwar soll er berechnen das Alter aufgrund des Geschlechtes. Und mit dem Alter, das soll jetzt unter das Geschlecht, soll aus diesem Pirates Data Frame rauskommen. Und die Fun heißt in dem Fall jetzt nicht Englisch nur Spaß haben, sondern in dem Fall ist es eine Function, also eine Funktion, die ich da mitgebe. Und da sage ich, auf dieses Age soll er die Funktion Mean anwenden. Also so wieder diesen Durchschnitt berechnen. Und dann sehen wir, unsere weiblichen Piraten sind offenbar älter im Schnitt als unsere männlichen Parameter. Und bei den Adern, die sind genau dazwischen drinnen. Also sowas kann man auch relativ schnell herausfinden. Und da kommen wir schon zum Plot. Ja, endlich. Ich bin also vorbereitet, genau an der Stelle, wo die Leute Diagramme einfordern, genau da kommen die Diagramme. Was wir da jetzt machen, ist mit Plot. Plot ist der englische Ausdruck für ich möchte was zeichnen. Also so wie ein Plotter, gibt es ja auch so als Hardware einen Plotter, 3D-Plotter zum Beispiel. Und da gehe ich jetzt mit auf der X-Achse, das heißt, das ist die unten ist, die horizontale Achse. Da möchte ich jetzt die Größe in Zentimetern auftragen aus diesem Pirates Data Frame. Und die Y, das ist die Ordinate, die nach oben zeigt, die Y-Achse, die geht nach oben, da zeige ich das Gewicht an. Das heißt, je größer eine ist, desto weiter nach rechts wieder dargestellt, je kleiner ist, desto weiter nach links wieder dargestellt und beim Gewicht ist es oben und unten. Je schwerer jemand ist, desto weiter oben ist in diesem Diagramm, je leichter ist es, desto weiter unten ist. Und wenn wir das ausführen, bekommen wir jetzt in diesem vierten Kästchen ein Diagramm und falls das zu klein ist, jetzt für euch oder auch zu Hause, kann man da auf dieses Zoom draufklicken. Und dann sollte mir das Diagramm da auch groß dastehen. Und das kann man ganz, ganz groß machen. Dann ist das ein bisschen leichter lesbarer. Und da sehen wir genau da. Wir haben die Achsenbeschriftung Pirates Height, also die Größe. Die fängt jetzt nicht bei 0 an, sondern die fängt da irgendwo, wo das anfängt, bei 120 wird das wohl anfangen, bis 200 cm. Da sind diese Größe mit den 209 cm muss wohl der sein. Und dann vom Gewicht her sind die aufgetragen. Weiter oben, desto mehr Gewicht. Und das ist wahrscheinlich nichts Überraschendes, wenn man sich das so anzeigt. Wenn jemand größer ist, ist er tendenziell auch schwerer. Ist jemand leichter, ist er tendenziell auch kleiner. Das überrascht uns jetzt nicht. Es gibt aber Ausreißer, zum Beispiel solche, die nicht in dieser Punktwolke drinnen sind. Die könnte man sich dann wieder anschauen. Warum ist der hat praktisch für sein Gewicht, für seine Größe ein unterdurchschnittliches Gewicht. Ja? Normal sind die Leute schwerer, der ist ein bisschen leichter. Oder wo hat man da einen?
Da wäre zum Beispiel, der wäre wiederum, kann man da sagen, auch wieder vom Gewicht her, von der Größe her ist der unterdurchschnittlich oder vom Gewicht her ist er relativ klein. Ja. Relativ groß so. Für das Gewicht ist er relativ groß so, müsste man sagen. Also das sind lauter dünne Leute, die da unten sind. Während die pummeligen Leute sozusagen, die würden wahrscheinlich da oben sein, wird die Erwartungshaltung. Und auch dafür kann man wieder, entschuldige für den Hintergrundlärm, die haben meine Anweisung ignoriert, bis um drei ruhig zu sein. Das man kann man jetzt auch kaum wieder herrichten. Das heißt, ich kann jetzt wieder eine Überschrift hinschreiben. Ja? My first scatterplot soll am Anfang stehen. Oder machen wir das mal, dann sehen wir auch sofort den Effekt, den wir da haben. Mit diesem Main kriegen wir eine Überschrift da vorne hin, damit wenn ich das später dann ausdrucke oder wenn man die Hand gibt, damit ihr auch noch weiß, was denn da genau dargestellt ist. Dann diese Beschriftung da unten, dass ich die auch schreibe, das ist in Zentimetern oder in Kilogramm. Das ist auch immer ganz wichtig, damit wer nur dieses Plot sieht, auch tatsächlich weiß, was ist denn das. Es könnte auch Pfund sein oder Inches sein oder keine Ahnung, andere Einheiten. Das Plot-Character, da gibt es einfach verschiedenste Nummern. Das ist so ähnlich wie dieser ASCII-Zeichensatz. Das kann man ausfinden. Da gibt es eine gute Handvoll, die man da oft verwendet. Und das wäre ein Ringelchen, das gefüllt wäre. Und dann habe ich jetzt, sieht man da, dass ein bisschen glass oder ein bisschen verschwommen ist das. Ich habe jetzt als Farbe nicht schwarz gehabt, so wie man es vorher gerade gehabt hat. Man kann da übrigens immer wieder zurückspringen zum vorherigen. Da war es so, da war es ohne diese Überschrift. Und da waren die auch einfach in schwarz. Während, wenn man die grau macht, dann ist es leichter zu erkennen, wo sind denn wirklich dichte Bereiche. Das heißt, wenn nur ein Wert ist, ist der wirklich ganz blassgrau. Sind ein paar Werte übereinander, wird es immer dunkler zu solchen Bereichen, wo es ganz dicht ist. Das heißt, diesen Bereichen da, wo ich gerade versuche, die Maus hinzugeben, da gibt es ganz viele Piraten, die genauso groß sind und genau dieses Gewicht haben. Da kann man auch ein Gridline auch dazugeben, also ein Raster kann man auch dazugeben. Das kann man sich mit dem Zoom anschauen. Dann ist es auch wieder ein bisschen leichter lesbarer, wenn ich so eine Orientierung dann habe. So, da wollte ich drauf drücken. Eine Orientierung habe. Genau, wo bewegt sich denn das? Ja, dass ich da nicht falsch abbiege mit der Maus. Und was man auch machen kann, und da kommen wir jetzt in einen spannenderen Bereich, mal schauen, wie viel Zeit wir da noch verwenden wollen und können, ist, ich kann auch ein Modell erstellen lassen. Das heißt, mit diesem LM ist eine Funktion, die mir ein Modell über meine Daten erstellt, und zwar in dem Fall ein Regressionsmodell. Das heißt, eine Linie über, in dem Fall jetzt, auch wieder die Größe und das Gewicht der Piraten. Wenn ich das ausführe, sehe ich mal nichts. Ich habe dann nur so eine neue Variable, dieses Modell, zur Verfügung. Aber ich kann dieses Modell dann vernehmen, um den Inhalt des Modells in dem Fall als blaue Color, Blue, als blaue Linie zu meinem Plot dazuzufügen. Das heißt, das Plot ist immer noch offen und diesem Appline kann ich eine Linie dazu zeichnen, die dann bestätigt, was wir vorher schon gesehen haben, nämlich, dass wir so einen Aufwärtstrend haben, dass wir so einen klaren Trend haben, wenn jemand größer ist, ist er auch schwerer. Und da wäre praktisch genau der Durchschnitt drinnen. Und alle, die ein bisschen darüber sind, wären für ihre Größe etwas schwer. Und alle, die drunter sind, wären für ihre Größe etwas leicht im Durchschnitt betrachtet. Das ist jetzt keine Wertung, aber das ist eben so eine Durchschnittslinie, die du einzeichnen kann. Markus, darf ich dir was fragen? Ja, bitte. Könnte man das als ganz einfache Form von Machine Learning bezeichnen? Der Computer hat automatisch aus den Daten gelernt, wie ist denn so der Durchschnitt oder was Normales? Genau, das ist eine weitere, ich habe gesagt, das A ist ja für Mathematik und Statistik, und Machine Learning ist ja nichts anderes als ein Teilbereich der Statistik, wenn man sich ganz ehrlich ist, und genau dafür gibt es auch wahnsinnig viele Pakete in dem A drinnen, und genau dieses lineare Regressionsmodell ist schon eine ganz einfache erste Art des Machine Learnings. Ich habe die ganzen Daten dem Modell gegeben, ich habe also gesagt, gehen wir da nochmal zurück, ich habe also dem A oder dem Computer erzählt schon her, ich habe da meine Daten, meine Piraten, die haben bestimmte Gewicht und bestimmte Größe. Und mehr habe ich gesagt, mach mir da jetzt so ein Modell draus, ein lineares Regressionsmodell. Genau, und das ist schon eines der ersten Dinge, die man macht, wenn man mit Machine Learning anfängt, mal so ein Regressionsmodell zu zeichnen oder zu erstellen zu lassen, weil die Punkt A sehr einfach zu verstehen sind. Diese gerade Linie, die kann man sich vorstellen, dass es was drüber und drunter gibt und dass es dann so einen dichten Bereich gibt, da geht die Linie durch. Das ist relativ schnell berechenbar, das heißt, ich brauche keine aufwendigen Ressourcen auf meinem Computer im Vergleich zu einem neuronalen Netz zum Beispiel, das wäre viel aufwendiger. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn die Daten halbwegs dafür geeignet sind. Und in dem Fall sind die Daten auch geeignet. Es gibt tatsächlich ein lineares Verhältnis zwischen dem Gewicht und zwischen der Größe. Das deckt sich auch mit unserer Erwartungshaltung im Leben. Wenn der größer ist, ist er in der Regel auch schwerer, mit Abweichungen rechts und links natürlich, aber das passt so. Und damit haben wir schon das erste Machine Learning Modell gebaut. Genau.
Image Wrapper Gemutter Grafik ist Y umgekehrt von oben nach unten. Das Ja, kannst das du kann ignorieren. sein. Das kannst du ignorieren. Die Fragen Okay. habe ich schon beantwortet. Okay, super. Dann haben wir Parrot Plot, haben wir da nochmal eins. Ja, genau, mit dem Sword Type. Und jetzt habe ich nicht die Plot-Funktion verwendet, sondern die Parrot Plot-Funktion. Also dieses Jahr-Paket kommt noch mit einer Funktion noch mit, die auch plotten kann. Was nennen wir da jetzt wieder? Das Alter und den Säbeltyp, also das Schwert, was der hat. Oder ein Säbel, Krummsäbel, was haben wir noch gehabt? Das dritte. Aus meinen Piraten wieder mit einer Überschrift. Und wenn wir das zeichnen, kommt ein spannendes Ding raus. Wenn ihr sowas jemals schon mal gesehen habt, dieses Piratenblatt mit diesen bauchigen Flaschen. Manche Leute sehen da irgendwie, keine Ahnung, das könnte auch als ein muskulöser Oberkörper sein. Heißen tun die Violin Charts, also Geigendiagramme, weil die manchmal sogar auch so bauchig sein könnte, wie eine Geige ausschaut. Also ein bisschen Fantasie, wenn man hat, dann kann man das da erkennen. Und was haben wir da jetzt? Wir haben diesen Sword-Type da aufgetragen. Das heißt, ich habe jetzt die vier Sword-Types, die da vorkommen. Offenbar gibt es noch einen vierten, den ich vorher nicht gesehen oder nicht erwähnt habe. Es kämpfen auch welche mit einer Banane. Piraten, also manche haben eine Banane als Waffe. Dann haben wir den Säbel, den Krummsäbel. Na, was war das? Ich habe es schon wieder vergessen. Bin nicht so vertraut mit diesen englischen Begriffen. Und warum das ein spannendes Plot ist, ist, weil da mehr Informationen drauf sind. Das heißt, wir haben das Alter aufgetragen. Also je weiter oben da die Punkte sind, desto älter ist dieser Pirat, je weiter unten, desto jünger ist der Pirat. Und da haben wir jetzt nicht nach der Größe, sondern die verschiedenen Säbeltypen aufgemalt. Wir haben jetzt immer diesen geraden Strich in der Mitte. Das ist immer der Median. Ihr wisst schon, nicht der Mean, nicht der Durchschnitt, sondern der teilt diese Daten in zwei Hälften. Es gibt genau gleich viele Punkte überhalb und gleich viele Punkte unterhalb. Und wenn man da so schaut, ist das fast überall gleich hoch. Also offenbar sind die, die einen Säbel haben, die sind etwas jünger als die anderen. Also nicht alle, aber halt vom Median her. Während die anderen halbwegs auf der gleichen Sache drauf sind. Und dieses Kästchen, was wir dann noch haben, das ist wieder, es gibt ein Viertel der Dinge sind innerhalb dieser oberen Linie und dieser mittleren Linie. Ein Viertel sind darüber, ein Viertel ist da drin und ein Viertel ist da drunter. Das heißt, wir haben da einen klaren Bauch, da in der Richtung, wenn der Bereich so breit ist. Das heißt, innerhalb von diesem Kästchen sind 50% der Piraten enthalten, die mit Bananen kämpfen. Das heißt, die bewegen sich da. Also wenn ich sage, wie alt sind die? Naja, die sind ungefähr, was ist da, 26 bis 29. Das sind die Hälfte der Piraten, die mit einer Banane kämpfen, sind zwischen 26 und 29. Das kann ich da rauslesen zum Beispiel. Beim Cutlass ist es nicht ganz so. Da ist dieser Bereich ganz schmal. Da gibt es also relativ viele, die genau da drauf sind. Aber auch relativ viele, die irgendwo dann noch weiter auseinander, älter oder weit jünger sind. Darum ist dieses Kästchen da mit den Hälften da ist weit kleiner, weil dieser Bereich weit kleiner ist. Es gibt also weniger Bandbreite vom Alter her. In Summe gibt es aber eine sehr hohe Bandbreite von den Altern. Dann haben wir da so einen spitze Bereich hier oben und unten, auch mit einem kleinen Bauch da. Bei den Skimitar zum Beispiel haben wir offenbar eine relativ viele auch in dem Altersbereich. Dann haben wir da jetzt so einen Bug drinnen. Das heißt, ab der Altersstufe, das wird wohl 31 oder so sein, haben wir relativ viele im Verhältnis zu den anderen. Da haben wir zum Beispiel nur einen oder zwei oder solche Sachen. Also auch das können wir dann plotten. Was haben wir noch mitgenommen? Wie nehmen wir denn zeitlich? Das Maschinenlernen-Modell möchte ich schon noch herzeigen. Ich werde euch das ganze Skript draufladen. Ihr könnt das dann einfach, wenn ihr allen studiert habt, Studien studiert habt, von vorn bis hinten einfach alles durch immer ausführen. Ich möchte euch da unten noch ein paar Sachen zeigen. Ja, zum Beispiel das noch. Zwei oder drei Sachen zeige ich euch noch und dann schauen wir noch, ob es Fragen gibt oder ob wir dann auch weitermachen. Was wir auch noch machen können, ist ein Core-Test. Core-Test meint ein Correlation-Test. Also ob es eine Korrelation gibt zwischen der Größe und dem Gewicht. Ob ihr den Begriff Korrelationskoeffizient oder Korrelation schon mal gehört habt. Führen wir das kurz mal aus. Dann kriegen wir da Folgendes. Also das spuckt da einige Sachen aus. Ja, das ist auf einer Formel von einem Mathematiker, der Pearson heißt oder geheißen hat, aufgebaut, das zu berechnen. Das, was rauskommt, ist diese Zahl da unten. Das heißt, ein Verhältnis zwischen Größe und Gewicht hat eine Korrelation von 0,9318 und so weiter. Diese Zahlkorrelation kann maximal plus 1 sein, sie kann auch 0 sein oder sie kann auch minus 1 sein. Wenn es einen klaren Zusammenhang gibt, also wenn jemand einen Zentimeter größer ist und damit ein Kilo schwerer wird, dann hätte man eine Korrelation von 1.
wird jemand 1 Zentimeter größer und alle Leute wären dann auch 1 Kilo leichter, dann hätte man eine Korrelation von minus 1. Wenn es keinen Zusammenhang gibt, dann ist diese Zahl auf 0. Und wir haben ja schon gesehen in unserem Chart, diese Punktwolke hat ja ganz klar gezeigt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Größe und Gewicht. Wir haben auch dann die Linie aufgezeichnet. Auch da haben wir gesehen, das ist ganz klar an den Punkten orientiert, eine klare Linie. Und das kann man auch als eine Zahl ausdrücken. Das sind diese 0,93, 0,9, 0,93, würde man da sagen. Das heißt, es gibt eine klare Korrelation, einen klaren Zusammenhang zwischen Gewicht und Höhe. Was auch wieder für Machine Learning ganz interessant ist, weil wenn es diese Korrelation gibt, kann ich ein Modell bauen lassen, wo ich sage, ich weiß das Gewicht und kann dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wie groß ist denn der Pirat? Oder ich weiß, wie groß er ist und kann dann ausrechnen lassen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie schwer ist dieser Pirat? Und das habe ich da weiter unten noch. Ich habe völlig überschätzt, wie schnell ich da weiterkomme. Schau mal unten, wo ich das da finde. Da haben wir was. Das sind die Chests. Gibt es da was mit Height auch da unten? Ich glaube, dass da was gibt. Da haben wir Diamanten. Habe ich da ein Beispiel? Habe ich die Größe und das Gewicht nicht drinnen? Ich habe da was anderes zumindest da. Wir hätten da jetzt wieder so ich schau mal, dass wir auch eine Voraussage bekommen. Das wäre echt cool, oder? Wenn wir was vom Computer vorhersagen lassen. Da haben wir das mit dem Predict und dann haben wir da das mit dem LM. Genau. Und ich brauche das New, muss ich einmal kurz aufrufen. Verzeihung. So, wenn ich da das New herinnen habe, wo ist das New? Diamond New. Punkt New. Den Teil brauche ich genau, das werden wir später da unten brauchen. Dann haben wir da die Prediction, da ist es gewesen. So, ich habe also da jetzt Folgendes. Ich habe wieder mit dieser LM-Funktion, die haben wir schon gesehen, das ist ein ganz einfaches Machine Learning-Modell, das einfach nur einen Strich macht. Und wenn ich einen Parameter weiß, weiß ich über diesen Strich, wie der zweite Parameter ausschauen muss. Und in dem Fall sind es nicht zwei Parameter, sondern mehr. Ich habe jetzt da Diamanten. Auch Piraten interessieren sich auch für Diamanten. Und diese Diamanten haben einen bestimmten Wert, also was der kostet in Euro oder Dollar. Und pro Diamant wissen wir auch, wie schwer ist er, wie klar ist er, also hat er irgendwelche Einschlüsse drinnen oder brilliert er schön und hat eine Farbe, also ist er brillant weiß oder hat eine Farbe in Richtung Gelb oder Blau, solche Sachen. Und das Diamantenmodell kann ich da jetzt bauen lassen, ruft das wieder auf, das heißt, er lest die ganzen Daten und versucht jetzt herauszufinden, wie kann ich den Wert, den Value, den Wert des Diamanten aufgrund von Gewicht, Klarheit und von der Farbe berechnen. Und das ist das, was wir da rausbekommen. Wenn wir das also dann uns anschauen, das Modell, dann verrät er uns da ein paar Dinge auch noch. Also ich habe da nochmal die Formel, die ich reingehabe. Ich habe den Wert aufgrund von Gewicht, Klarheit und Farbe sagen lassen. Er schreibt uns dann auch noch die Fehler hin. Das heißt, er bewertet sich selber dann noch und sagt, dieses Modell hat im kleinsten Fall ist er um 10 daneben beim Wert. Das heißt, es kann sein, dass der Wert als 200 vorhergesagt wurde, aber er ist nur 190. Aber er kann auch 110 Euro darüber liegen. Also in beide Richtungen geht das. Das heißt, wenn er 200 sagt, kann sein, dass der Wert in Wirklichkeit zwischen 190 und 210 liegt. Das ist nicht so schlecht. Im Schnitt haben wir praktisch keinen Fehler. Das heißt, das gleicht sich wieder aus. In den Fällen, wo er drüber liegt, gibt es genauso viele Fälle, wo er auch drunter gelegen ist. Das heißt, im Schnitt ist das ein gutes Modell, was wir da gefunden haben. Da schreibt uns auch noch ein bisschen die Formel hin. Das Gewicht des Diamanten hat einen Einflussfaktor. Die Klarheit des Diamanten hat einen viel höheren Einflussfaktor. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass der klar ist, dass der also keine Einschlüsse hat. Dann ist er wirklich teuer. Und die Farbe, wenn in der Farbe drinnen ist, das hat auf meine negativen Auswirkungen. Also je stärker die Farbe ausgeprägt ist, desto weniger ist das ausgeprägt. Und was auch noch wichtig ist bei den ganzen Zahlen, die wir da sehen, sind diese Sternchen da hinten. Drei Sternchen da hinten heißt gut. Die zwei Faktoren haben wirklich einen guten Vorhersagecharakter auf den Wert. Und das können wir jetzt ausprobieren. Das heißt, ich habe jetzt dieses Modell gebaut und ich kann jetzt, auf der einen Seite können wir uns das jetzt anzeigen lassen. Das heißt, da haben wir jetzt, wie schaut denn, machen wir das nochmal größer, da ist ein Modell gebaut, das uns da jetzt sagt, was ist denn wirklich der Wert von den Diamanten, zwischen 175 und 205 sind wir da ungefähr, und was hat er geschätzt? Ja, also bei ein paar, was haben wir denn da, wo liegen wir denn da gut drauf? Ne? Da sind wir bei 187 hat er geschätzt, aber der Wert war unter 180. Also da hat er zu viel geschätzt. Es wird andere geben, wo das umgekehrt liegt.
Aber im Schnitt ist das kein schlechtes Modell. Und ich kann Ihnen jetzt neue Daten geben. Das heißt, ich habe jetzt Diamanten, die das Modell vorher nicht gehabt hat. Ich kriege jetzt neue Diamanten rein. Die haben ein gewisses Gewicht, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Farbe. Und die kann ich mir dann wieder auf der einen Seite da erstellen. Genau, haben wir schon erstellt. Und ich kann die jetzt verwenden zum Vorhersagen. Das heißt, ich kann jetzt ein, wo ist das Modell da unten? Ich wollte das jetzt da anwenden noch. Ich schmerze es mit der Zeit, tut mir wahnsinnig leid. Ich habe ein anderes Modell da herinnen, mit dem habe ich jetzt die Vorhersage gemacht. Oder wir haben jetzt kein Predict gehabt, da haben wir eine Vorhersage. Ich habe da ein Modell. Habe ich da kein Predict oben drinnen? Ich kann mir keine einfache Predict machen. So. Predict machen wir da und wir geben ihm mit, glaube ich, das Modell, das LM, das Diamond.lm geben wir ihm mit. Das ist das Modell und diesen Diamond New. Wenn ich nicht vertippe, dann. Ja, komm her. Predict Live Coden. Was braucht er denn da? Ja, genau das hätte ich ihm gegeben. Ah, da haben wir dieses Prediction. Genau das wollte ich machen. Wir haben also unser lineares Modell und ich gebe ihm die neuen Daten. Und er sagt mir dann, für diese drei Einträge, die wir da gehabt haben, schauen wir mal da. Wir haben drei Einträge, 1, 2, 3, mit den verschiedenen Gewichten, Klarheit und Farbe. Und da sagt man dann, wie teuer, wie viel wert ist dieser Diamant? Und das denke ich, das ist cool. Und das wird auch tatsächlich von Leuten verwendet, solche Modelle. Also damit, wenn neue Sachen daherkommen, kann ich damit schon mal ungefähr eine Preisschätzung abgeben. Und kann damit auch viel schneller zu Preisschätzungen kommen, als wenn ich jeden immer einzeln bewerten müsste. Ich bin jetzt schon 8 Minuten drüber. Gibt es Genau, Fragen? wir müssen langsam ans Ende denken. Aber Markus, für mich eine Frage, versteht es richtig, in der heutigen Zeit denkt man ja viel über so Statistiken, über Krankheiten und ähnliches nach. Ja. Ich nehme an, so ein Werkzeug wie R ist heute sehr, sehr aktuell und ich nehme an, auch die Forscher in diese Richtung werden genau solche Dinge machen, nur analysieren die halt nicht Piraten, sondern irgendwelche Viren oder Krankheitsverläufe und solche Sachen. Genau. Also das ist wirklich. Das ist ein Werkzeug, was in der Praxis von Leuten, die sich mit Daten auseinandersetzen, intensiv genutzt wird. Stimmt das? Genau, also ich würde sagen, diese neue Berufsgruppe Data Scientists, die splittet sich in zwei Gruppen. Die einen verwenden R, die anderen verwenden Python. Beide Sprachen haben sehr viele, wie wir gerade gesehen haben, so lineare Modelle oder ich kann damit eben auch. Das Schöne daran ist, R wird auch viel von den Universitäten benutzt, von Forschungseinrichtungen benutzt. Das heißt, wenn die auf ein neues Vorhersagemodell kommen, zum Beispiel für den Coronavirus, wenn die ein Modell entwickeln, wenn die Testdaten dafür machen, dann wird das veröffentlicht als R-Paket, damit andere Universitäten das auch nutzen können und wir können das auch nutzen. Und so habe ich auch meinen Einstieg in das Machine Learning gefunden. Ich bin kein Statistiker, ich habe keinen Abschluss in Statistik, kann aber diese Modelle alle anwenden, weil das R das relativ einfach macht. Ich verwende einfach diese Funktion, gebe die Daten mit, bekomme ein Modell. Was wir jetzt nicht gesehen haben, die Modelle können wir dann auch bewerten, anschauen, wie gut sind denn die Modelle. Ist es besser, was reinzunehmen oder was rauszugeben, wieder von den Variablen für die Vorhersage. Aber das ist relativ, wenn man ein bisschen sich beschäftigt hat mit dieser R-Sprache, wenn man die Syntax verstanden hat, ist es relativ einfach, gute Modelle zu bauen und gute Einsichten zu gewinnen auf die Daten. Genau. Super. Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein bisschen Einblick verschafft hast. Info an die jungen Coder und Coder-Dojo Damen und Herren, die dabei sind. Niemand erwartet, dass ihr das sofort versteht und anwenden könnt. Es soll euch ein Gefühl dafür geben, was Data Science bedeutet, womit sich Leute wie der Markus, die das professionell machen, den ganzen Tag auseinandersetzen. Weil vielleicht in ein paar Jahren wird sich ihr entscheiden müssen, ob Data Scientist vielleicht ein Job ist, der euch interessiert. Und jetzt habt ihr ein bisschen ein Gefühl dafür, was diese Tools, was diese Programmiersprachen können, wie sie funktionieren und was man da den ganzen Tag tut. Genau. Danke, Markus, dass du da warst. An dieser Stelle Bitte. müssen wir jetzt Schluss machen und alle, die weiter dabei sein wollen, jetzt kommt noch eine total spannende Session. Jetzt geht es nämlich um Amateurfunk und wir haben einen ganz einen jungen Amateurfunker, der uns erzählen wird, warum für Jugendliche Amateurfunk ein super interessantes Hobby ist. Wir verlassen dieses Meeting jetzt. Markus, wir sagen nochmal Danke, wir sagen Tschüss und auf der Coderoger-Seite und auf der Junior Bootcamp-Seite findet ihr den Link, mit dem ihr in das nächste Meeting einsteigen könnt. Also dann. Wir sehen uns gleich und Markus nochmal, vielen Dank, schönen Nachmittag, danke, dass du dabei warst. Ebenfalls, ja. Wir sehen uns vielleicht noch auf Discord. Danke, tschüss.